Moin Heinrich. Mein Lieber. Ja? Du bist gekommen, weil der HSV einen neuen Trainer hat? Nein, ich will dein bestes pommersches Beef haben, damit wir auf der Interzeit gut zurück haben. Genau, so ist es. Und das stellen wir dort vor. Ja. Und das ist wirklich ein außerordentliches Produkt, ein außerordentlich gutes Produkt. Ja. Zeige ich euch gerne. Zum Sporen, der Geschmack ist unübertroffen. Zwei Stücke, so hängen wir das Fleisch weg, ja. In größeren Mengen. Wir haben einen sehr hohen Fettgehalt. Alles andere ist für uns überhaupt gar nicht interessant. Und dieses Gerät hier, sage ich mal, ja. Man gebraucht immer Produkte zum Experimentieren. Das hängt hier seit 6 Wochen, ohne dass es irgendwie bearbeitet worden ist. Wir kommen mit auf die Messe. Wunderbar. Ihr müsst euch das so vorstellen, das belegt und das ist Stefan. Hallo. Und jetzt können wir uns das Ganze nochmal in den Reifen angucken. Jetzt fahren wir in den Reifen. Einer von 3 Reiferollen, in denen wir Fleisch reifen lassen. Und über diese Reifung erzielen wir Geschmack. Können wir mal reingehen? Wir gehen da mal rein. Oh. Das Einzige, was jetzt in diesem Bild nicht vorkommt, ist dieser leicht süßliche Geschmack. Geruch. Und zwar, man kommt sich vor, als wenn gerade frisches Blut ausläuft. Ich mach das. Genau. Also dann, auf zum nächsten Raum. Genau wie für einen Hüpper ist Fleisch ein Stück Lebensqualität. Das Gute ist, wenn man jemanden hat, der mit so viel Herz ein und dasselbe Produkt immer wieder verfeinert und das noch hier um die Ecke in Hamburg und ihn auch noch dazu gewinnen kann, einem das Beste zu geben, damit die Jungs auf der Bühne so richtig einen wegbraten können. Das ist für mich Paradies. Und in diesem Sinne, wir sehen uns auf der Eat & Style.